Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie zur heutigen Diskussionsveranstaltung im Rahmenprogramm zu unserer Sonderausstellung Neue Anfänge nach 1945, Fragezeichen, wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen, zu begrüßen. Die laufende Ausstellung, die wir noch den gesamten Februar hier zeigen, soll auch zur Diskussion über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in anderen Landeskirchen anregen. Sie soll auch zeigen, dass wir heute viele Klischees über das Verhältnis von Kirche und Staat in der nationalsozialistischen Diktatur immer wieder neu befragen müssen. Entgegen vielen gängigen Vorstellungen wurden auch in der NS-Zeit evangelische und katholische Kirchen gebaut und es wurde auch kirchliche Kunst produziert. Wie gingen die evangelischen Kirchen mit diesem Erbe in der Zeit nach 1945 um? Ich freue mich sehr, zu diesem Thema heute Abend zwei Gesprächspartnerinnen begrüßen zu können. Beate Rossier ist Kunsthistorikerin in Berlin. Sie wurde 2020 mit einer Arbeit zum Thema an der Technischen Universität Berlin promoviert. Ihre umfangreiche Studie Kirchenbau in Berlin 1933 bis 1945, Architektur, Kunst, Umgestaltung wird noch in diesem Monat im Berliner Lukas Verlag erscheinen. Beate Rossier wird mit einem Impulsvortrag in die heutige Veranstaltung einführen. Ihre Gesprächspartnerin ist Pfarrerin Marion Gardey, die Beauftragte für Erinnerungskultur und Antisemitismusbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Vielen Dank, liebe Frau Gardey, dass auch Sie heute wieder in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand gekommen sind. Ich freue mich auf einen interessanten Abend. Vielen Dank. Nun kommt der kurze Impulsvortrag zu dem heute hier vorgestellten Buch. Das Thema ist der Kirchenbau der NS-Zeit. Behandelt werden kirchliche Architektur, Kunst und Umgestaltungen aus der Zeit von 1933 bis 1945. Der Fokus liegt auf Berlin. Zusätzlich werden auch Vergleichsbeispiele aus anderen Regionen herangezogen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Kirchenbau der NS-Zeit jahrzehntelang von der Forschung ignoriert, ja geradezu tabuisiert. Es herrschte die Ansicht vor, dass in dieser Zeit nur sehr wenige Kirchen und kirchliche Kunstwerke entstanden seien. In der Öffentlichkeit ist diese Vorstellung bis heute verbreitet. Deshalb habe ich im Rahmen der Erarbeitung der Publikation unter anderem eine quantitative Untersuchung durchgeführt. Es ist die erste bundesweite Recherche zur Erfassung der kirchlichen Bautätigkeit in der Zeit des Nationalsozialismus mit Anfragen bei nahezu allen landeskirchlichen Archiven, Bistumsarchiven und anderen Institutionen sowie Recherchen in historischen Zeitungen und Zeitschriften. Die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme machen deutlich, dass die lange geltende Annahme, der Kirchenbau sei in der Zeit des Nationalsozialismus zum Stillstand gekommen, revidiert werden muss. Zwischen 1933 und 1944 wurden allein auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik mindestens 800 Kirchen, Gemeindeheime und Kapellen erbaut, neu erbaut. Über 450 Neubauten entstanden im katholischen und mehr als 320 im evangelischen Bereich. Ab 1937 gingen diese baulichen Aktivitäten zwar zurück, kamen aber keinesfalls zum Stillstand. Nicht nur neue Kirchen wurden in großem Umfang errichtet, sondern auch kirchliche Erneuerungen bestehender Sakralbauten durchgeführt. Die Nachforschungen hier in meinem Buch ergaben bisher die Zahl von mehr als 1000 kirchlichen Umgestaltungen in dieser Zeit. Auch im Bereich der Kirchenkunst gab es damals eine große Produktivität. In der damaligen Reichshauptstadt Berlin entstanden in der NS-Zeit insgesamt 57 kirchliche Neubauten. Ein großes Augenmerk gilt darüber hinaus der Erforschung der Hintergründe. Die damaligen kirchlichen Bauprojekte und Gestaltungen
werden nicht losgelöst betrachtet, sondern bei fast allen thematisierten Beispielen im Kontext der historischen Zusammenhänge verortet. Durch eingehende Analyse des Archivmaterials konnten Erkenntnisse gewonnen werden über Haltung und Vorgehen von Pfarrern, Gemeindegliedern, Kirchenbehörden und staatlichen Stellen sowie unter anderem über Feierlichkeiten mit Danksagungen an Hitler oder auch ideologische Zuschreibungen im Zuge der Planung und Errichtung damaliger Kirchen. Ein wichtiger Aspekt ist die Finanzierung dieser Projekte. Sie wurden von verschiedenen Seiten, wurde die Finanzierung geleistet. Manchmal kam die Unterstützung sogar vom Staat selbst. So vergaben das Nationalsozialistische Wissenschaftsministerium und ab 1935 das neu geschaffene Kirchenministerium regelmäßig und in großem Umfang finanzielle Beihilfen für kirchliche Neubauten, Umgestaltungen und Kunstwerke im ganzen Reichsgebiet. Allein in Berlin kamen 16 der thematisierten Beispiele durch finanzielle Unterstützung von Seiten des Staates zustande. Diese Erkenntnisse widerlegen die ebenfalls lange verbreitete Annahme einer hauptsächlichen Behinderung des Kirchenbaus durch den NS-Staat. Das erste der drei Hauptkapitel widmet sich der Architektur. Ein Thema sind dabei die Architekturansätze, die damals im Kirchenbau zum Tragen kamen. Die Zeit des Nationalsozialismus brachte allgemein keinen einheitlichen Baustil hervor, sondern es herrschte ein Stilpluralismus vor. Man griff auf vorhandene Stilrichtungen zurück und interpretierte sie neu, so den Neoklassizismus, den sogenannten Heimatschutzstil, die romanisierende Architektursprache und auch moderne und sachliche Formen. Wie im Buch geschildert wird, fanden alle diese Ansätze auch im Kirchenbau der NS-Zeit ihren Niederschlag. Eine Ausnahme bildete dabei die Moderne, die damals allein im Industriebau zur Anwendung kam. Nur einige wenige vor 1933 begonnene Sakralbauten konnten noch im modernen Stil fertiggestellt werden, darunter die Gustav-Adolf-Kirche Otto Badenings in Berlin-Charlottenburg. Einige Kirchen, gerade auch in Berlin, wurden in klassizisierenden Formen errichtet. Beim Entwurf dieser Kirchen orientierten sich manche Architekten und Gemeinden am sogenannten preußischen Stil. Dies war ein Begriff, mit dem der völkische Kulturpublizist Arthur Möller-Vandenbroek zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ideologische Behauptung eines ureigenen, klassizistisch und soldatisch geprägten Baustils in Preußen aufgestellt hatte. Unter ausdrücklicher Berufung auf diesen preußischen Stil entstanden beispielsweise die zwei Berliner Kirchen mit strenger Fassadengliederung, die frühere, muss man jetzt sagen, Ernst-Moritz-Arndt-Kirche in Zehlendorf und die Lindenkirche in Wilmersdorf. Außerdem wurden in der NS-Zeit romanisierende Kirchen mit einem betont monumentalen, wehrhaften und historisierenden Erscheinungsbild errichtet. Unter anderem war der Kunsthistoriker Heinrich Lützeler 1934 der Meinung, solche burgartigen Kirchen könnten geeignete Bollwerke gegen die damals verhassten, angeblich von moralischem Verfall und Atheismus gekennzeichneten Lebensformen der Großstadt sein. In der Metropole Berlin wurden beispielsweise die katholische Marienkirche Karlshorst und die evangelische Johanneskirche in Frohnau mit ihren wuchtigen West- bzw. Querbauten in diesem Sinne errichtet. Eine treibende Kraft beim Bau der letztgenannten Kirche war ein dortiger Pfarrer mit Mitgliedschaft bei den deutschen Christen, der NSDAP und der SA. Kleinkirchen im Heimatschutzstil wiederum sollten in großstädtischen Siedlungsgebieten und ländlichen Regionen ein ähnliches Zeichen setzen. Der auf den 1904 gegründeten Bund Heimatschutz zurückgehende Heimatschutzstil beinhaltete unter anderem die Anknüpfung an bodenständige und regionale Bautraditionen in oder in der Nähe von Stadtrandsiedlungen aus der Zeit der Weimarer Republik sollten nachträglich errichtete, betont traditionalistische Kleinkirchen zu einer Verdörflichung
ihres Umfelds beitragen und zugleich eine Kampfansage gegenüber hier vermuteten, Zitat eines damaligen Pfarrers, Dissidenten unter marxistischem Einfluss aussenden. In diesem Sinne wurden damals durch den Verband der evangelischen Kirchengemeinden in Berlin zahlreiche Gemeindeheime errichtet. Einige dieser meist wenig bekannten Kleinkirchen im weiten Berliner Stadtbild werden in der Arbeit vorgestellt. Die zwei weiteren Hauptkapitel sind den Kirchenkunstwerken und kirchlichen Umgestaltungen der NS-Zeit gewidmet. Die Kirchenkunst erfuhr damals ebenso eine große Produktivität und hatte meist zeitspezifischen und oftmals auch ideologischen Charakter. In der Publikation werden drei Kategorien für eine derartige Kirchenkunst gebildet und erläutert. Erstens ging es um die christliche Ikonografie. Hier setzte sich ab 1933 verbreitet eine heroisierende und kampfbetonte Darstellungsweise durch. Zum anderen wurden christliche Figuren vielfach einem vermeintlich nordischen Erscheinungsbild entsprechend blond und blauäugig dargestellt. Die antisemitische Vorstellung von einem arischen Jesus, wie sie die deutschen Christen, zum Beispiel der Reichsbischof Ludwig Müller, postulierten, fand starken Niederschlag in der christlichen Kunst. Zweitens drangen in nicht wenigen Fällen auch Themen der NS-Propaganda selbst, also ohne jeglichen christlichen Bezug, in die Kirchenräume vor. Dies waren vorrangig Darstellungen der deutschen Familie, der deutschen Mutter und der vom NS propagierten Volksgemeinschaft. Aber auch die aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzten und verfolgten, insbesondere Menschen jüdischen Glaubens, wurden in Werken der Kirchenkunst dargestellt, und zwar mittels derselben diffamierenden und bösartigen Stereotype, wie sie auch die NS-Propaganda vorführte. Unverhohlener Antisemitismus kam beispielsweise in einer ehemaligen Fensterdarstellung des 12-jährigen Jesus im Tempel in einer Berliner Kirche zum Ausdruck, die die jüdischen Schriftgelehrten als finstere und bedrohliche Gestalten hinter einem blond gelockten Jesuskind wiedergab. Drittens war sogar die Wiedergabe nationalsozialistischer Symbole und uniformierter Parteimitglieder im kirchlichen Bereich kein Tabu. Als geradezu massenhaftes Phänomen lässt sich die Wiedergabe von Hakenkreuzen charakterisieren. Sie wurden an Kirchturmspitzen, Fassaden und Glocken angebracht, in Kirchenfenster und in Wand- und Deckenmalereien eingefügt. Glocken mit Hakenkreuzen erhielten in Berlin mindestens 9 evangelische Kirchen, davon blieben 2 bis in die jüngere Zeit vor Ort erhalten. Eine brandenburgische Kirchengemeinde schmückte damals sogar ihren Kanzelaltar mit einem gewaltigen NS-Hoheitszeichen und Hakenkreuzen. Nicht selten wurden uniformierte Vertreter der NSDAP, speziell der SA, in und an sakralen Bauten verbildlicht. Außerdem fanden sich Beispiele von Hitlerbildnissen, manchmal in Form sogenannter Führerbüsten, in Kirchenräumen. Verschiedene solcher Darstellungen werden im Buch erläutert. Alle hier angeführten Darstellungsformen wurden vielfach auch im Zuge der damaligen kirchlichen Erneuerungen in bereits bestehende, teilweise historische Kirchen hineingetragen. Auf diese Weise wurde selbst die altehrwürdige Berliner Franziskaner Klosterkirche mit einem propagandistischen Kunstwerk versehen. In manchen Fällen war das gesamte Bildprogramm einer Kirche einem ideologischen Konzept unterworfen. Das signifikanteste Beispiel dieser Art, die 1933 bis 1935 errichtete Martin-Luther-Gedächtniskirche in Berlin-Mariendorf, wird im Buch ausführlich behandelt. Hier finden sich der heroisch stramme Christus, die Darstellung der deutschen Familie sowie die zeitgenössische Interpretation der Bergpredigt, bei der, damaliges Zitat, die heutigen Volksgenossen mitsamt Frontsoldat und SA-Mann die Christusfigur umringen.
Am monumentalen Triumphbogen werden christliche und nationalsozialistische Zeichen miteinander verknüpft. Nach 1945 blieben dort die Reliefköpfe von Soldaten und SA-Männern erhalten. Die dortigen NS-Symbole in Gestalt des Hakenkreuzes, des NS-Hoheitszeichens und des Emblems der NS-Volkswohlfahrt wurden zusammen mit einem Reliefkopf Hitlers im Vorraum entfernt. Für den Bereich kirchlicher Bau, Kunst und Erneuerungstätigkeit in der Zeit des Nationalsozialismus wird in der Publikation also eine enorme Produktivität, eine starke zeitspezifische Prägung und eine teilweise hohe durch ideologische Durchdringung sowie in vielen Fällen wenige Berührungsängste mit dem NS-Staat, sondern im Gegenteil ein nicht geringes Maß an Eingebundenheit und sogar die Inanspruchnahme staatlicher Förderung nachgewiesen. Das letzte Kapitel behandelt den Umgang mit diesen kirchlichen Zeugnissen in der Zeit nach 1945, ein Thema, dem wir uns nun in dem nun folgenden Gespräch widmen wollen. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Beate Rossier, für diese essentielle Zusammenfassung deines ganzen Buches, jedenfalls der Kernthesen daraus. Das hat mich sehr beeindruckt und ich will eigentlich unser Gespräch nicht anfangen, ohne zu sagen, wie erschütternd es doch ist, wenn man das so vor Augen geführt bekommt, diese Verstrickung von Kirche mit NS-Staat. Die Erkenntnis ist uns im politischen Bereich, im historischen Bereich überhaupt nicht neu. Aber beim Kirchenbau oder in kirchlicher Kunst, in sakraler Kunst, da erschreckt es einen doch besonders und erfüllt einen mit Abscheu, wie eng die Verbindung zwischen beiden war. Und das hat dein Buch ja gut gezeigt, enger als man das bisher dachte und jetzt vielleicht auch noch sehen kann. Und damit sind wir bei der Frage, wie wir heute damit umgehen. Das ist ja ein langer Prozess gewesen, von der Zeit nach dem Krieg, von den 50er Jahren bis heute. Wie ist man denn mit diesem Erbe umgegangen? Ja, danke erstmal. Genau, also man hatte jetzt all diese Dinge in den Kirchen, man fragt sich ja tatsächlich, wie reagierte man dann oder wie versuchte man damit umzugehen. Also hier lassen sich bestimmte Phasen sozusagen herauskristallisieren, aufgrund auch der Recherchen. Also das Erste ist natürlich, dass direkt 1945 ja das alliierte Kontrollratgesetz erlassen wurde, was sowohl die NSDAP verbot mit all ihren Organisationen, SA, SS und so weiter. Und daraufhin wurden im öffentlichen Raum und auch eben die entsprechende Symbolik wurde verboten. Daraufhin wurde im öffentlichen Raum zahlreiche solcher Hakenkreuze oder mussten entfernt werden. Also wir sehen das ja heute, wenn wir so öffentliche Gebäude haben, oftmals gibt es da so ein riesigen Adler mit einem Kranz und darin war früher eben das Hakenkreuz und man sieht halt einen Hohlraum darin. Und auch dasselbe passierte im kirchlichen Bereich. Natürlich mussten auch dort die Hakenkreuze entfernt werden, wenn man um sie wusste bzw. sie sehen konnte. Und das wurde befolgt, aber auch nicht immer, wie wir inzwischen wissen. Eben daraufhin verschwanden schon mal einige Hakenkreuze. Dann kann man sagen, in der darauffolgenden Dekade, also in den nächsten Jahren sozusagen, war man mit dem Wiederaufbau einfach beschäftigt. Man hat einige Kirchen, auch aus der NS-Zeit stammende Kirchen, wieder errichtet, die im Krieg zerstört waren. Genau, im Unterschied zu manchen historischen Kirchen, die nicht mehr errichtet werden konnten, wieder errichtet. Das war so diese Phase. Und dann kann man davon sprechen, vielleicht, dass so ab den 1950er, 60er bis in die 70er Jahre hinein sozusagen ein Umgang damit stattfand. Und zwar kann man da eigentlich zwei Hauptvorgehensweisen charakterisieren.
Das eine ist sozusagen, manche Gemeinden waren sehr stark bemüht, diese Erinnerungen an ihre Räumlichkeiten auszulöschen und diese Gestaltungen zu entfernen. Ein prägnantes Beispiel vielleicht ist im früheren Adolf-Stöcker-Gemeindeheim, das ist eins dieser erwähnten Gemeindeheime des Verbands der deutschen, der evangelischen Kirchengemeinden in Berlin, nach dem antisemitischen Hofprediger ja benannt. Das wurde auch dann in 60er Jahren umbenannt in Apostel-Andreas-Kirche. Aber zuvor hat man einen Raum, der in der NS-Zeit zum Beispiel als Mehrzweckhalle betrachtet wurde, also auch bezeichnet wurde, wo Gottesdienste stattfanden, kirchliche Veranstaltungen, aber auch ausdrückliche Deutsch-Christen-Veranstaltungen, also der deutschen Christen, dieser nationalsozialistisch Denkenden, die eine Synthese von Christentum und Nationalsozialismus ja durchsetzen wollten, und auch reine NS-Veranstaltungen da wohl stattfinden. Und man hat dann in den 50er Jahren angefangen, hat den Raum umgestaltet und auch überhaupt erst Prinzipalien und so weiter, feststehende Prinzipalien da eingesetzt. Wenn du jetzt von diesen Phasen der Aufarbeitung sprichst, dann erinnert mich das ja sehr insgesamt an die Aufarbeitung der NS-Geschichte in der Folgezeit. Da kann man ja auch bestimmte Phasen festmachen, also 50er Jahre Verdrängung, 68er erste Frage nach Aufklärung und so weiter. Das ging ja dann weiter bis in die Jetztzeit, und dann gab es ja auch diese Phase der Bewegung Grabe, wo du stehst, also an dem Platz, wo du arbeitest oder lebst, mal nachzufragen nach der Geschichte und in dem Fall nach der Geschichte der Gemeinde. Ich glaube, das ist auch in die Kirche übergeschwappt aus meiner Beobachtung, dass dann viele Gemeinden auch sich auch kritisch gefragt haben, zum Beispiel aus Anlass eines Kirchenjubiläums nach der eigenen Vergangenheit, und dann im Detail sozusagen nachgefragt haben, wie war das eigentlich in der Zeit hier? Ja, genau. Also das ist diese Phase, die dann anschließt. Also bis dahin war anscheinend die Kirche nicht so weit, also wie du sagtest, so in den 68er-Bewegung und so weiter, trat ja dieses immer stärker ein kritisches Bewusstsein und ein Wissen um die Verbrechertum des Nationalsozialismus und auch die Opfer des Nationalsozialismus. Und das wurde mit so einem kleinen Nachklapp sozusagen, denke ich, landete es in den Kirchen. Es gab da auch zunehmend kritische Auseinandersetzungen und auch einen Generationenwechsel sicherlich in den Gemeinden, die eben auch mit einem anderen Bewusstsein da auftraten. Und da gibt es tatsächlich einige Beispiele für so eine kritischere Form. Anscheinend war damals es so sehr, hielt man es für sehr passend und vielleicht glücklich, dass man da Kunstwerke als einen Gegenpol entgegensetzt. Als Kommentierung sozusagen. Genau. Künstlerische Kommentierung. Genau. Ja. Als so Gegenbeispiel, als Gegenpol, um sozusagen die Kraft dieser anderen Gestaltungen zu brechen. Also da gibt es mehrere Beispiele. Eben in der besagten Martin-Luther-Gedächtniskirche hat man in den 80er Jahren so einen Zyklus mit Fotokollagen zu Auschwitz angeschafft und den im Kirchenraum aufgehängt. Oder in der Johanneskirche Frohnau, die auch vorhin kurz erwähnt wurde, da gab es eine Kriegerehrung, die sehr martialisch und auch revanchistisch war, in einer Kriegerehrenhalle, die man dann als Fahrstuhlschacht genutzt hat. Also das verschwand, das Bild, und man setzte auch da wieder so ein Gegenbild in Form eines Altarbildes mit der Blindenheilung Christi, also eine sehr symbolische Thematik vielleicht, gegenüber dieses Fahrstuhlschachtes, wo sich früher dieses martialische Bild, oder es ist ja immer noch vorhanden, aber verdeckt, befindet. Genau, das war dann eine Phase der kritischeren Aufarbeitung. Also diese Kunstwerke, das sieht man häufiger. Aber was du eben angesprochen hast, mit dieser kritischeren Vorgehensweise sozusagen, das setzte sich ja noch weiter fort, auch gesamtgesellschaftlich, dass man noch ein kritischeres Bewusstsein hatte, das Bewusstsein auch gesamtgesellschaftlich stärker, noch weiter wirkte, auch in größere
Verbreitung fand und auch Gedenkstätten zunehmend errichtet wurden, auch in kleineren Orten und so weiter. Und auch diese Form der Auseinandersetzung hat dann in die Kirchen doch auch Eingang gefunden, muss man sagen. Also, aber es gibt eigentlich nur hauptsächlich zwei Beispiele, die da vielleicht bezeichnend sind oder die dieses vorwegnehmen. Das sind die 2010er Jahren oder jetzt entstanden in der Lutherkirche Lübeck. Da hat man eben auf dem Altar auch so eine deutsche Familie gehabt, wie ich sie kurz vorhin angesprochen habe. Eine überlebensgroße Gruppe einer als rassisch-nordisch empfundenen Familie. Also man hatte da unglaubliche Interpretationen zu. Es hatte natürlich mit dem Rassismus zu tun. Und die hat man in den 1990er Jahren schon mal vom Altar weggenommen. Also auch in diesem Rahmen dieser kritischeren Bewegung und in einen Eingang der Kirche aufgestellt. Und jetzt ist es so, dass 2014 aus dieser Kirche eine Erinnerungsstätte gemacht wurde. Sie wurde in Teilen umfunktioniert, genau, und hat erinnert da an vier Geistliche, die im Zweiten Weltkrieg hingerichtet wurden aufgrund ihrer kriegskritischen Haltung. Einer war der Pastor der besagten Lutherkirche, der ursprünglich ein starker deutschchristlicher denkender Nationalsozialist war und im Krieg dann aber erkannt hat sozusagen das Verbrecherische am Nationalsozialismus, und die wurden hingerichtet. Die Erinnerungsstätte widmet sich diesen vier Geistlichen, aber auch der Kunst und der Architektur dieser und auch einer martialischen Lutherstatue übrigens, die es da auch gibt. Und diese Skulpturengruppe hat man dann in einem Kreis aufgestellt, umgekehrt, sodass ihre Hohlseite zu sehen ist. Und es ist eben eine künstlerische Installation eines Künstlers mit dem Titel Reflexion. Also hier will man ganz stark, setzt man sich da auseinander. Also das sind so erweiterte Formen. Und wenn ich noch ein letztes Beispiel dazu nennen darf, was jetzt ganz neu sozusagen ist, eben wo man sieht, wie die Kirchen doch da immer stärker auch andere Maßnahmen oder doch sich sehr engagieren inzwischen, ist die Kirche, die Anstaltskirche der Alsterdorfer Anstalten in Hamburg. Hier war der Anstaltsleiter in der NS-Zeit ein Pfarrer und SA-Mann. Der hat ein monumentales Wandbild geschaffen in der damaligen Anstaltskirche, wo historische Figuren, aber auch zeitgenössische, unter anderem, glaube ich, auch sogar er selbst, unterm Kreuz versammelt sind. Alle haben so einen Lichtschein, eine Art Heiligenschein, der ihren christlichen Glauben, ihre Fähigkeit zu glauben, sagen wir mal so, repräsentieren soll. Und nur die Menschen mit Behinderungen, die sehr realistisch, und es waren Menschen, die da wirklich in der Anstalt Patienten waren, die sind ohne diesen Lichtschein dargestellt. Also eine ganz entwürdigende Darstellung für diese Patienten. Und dieses Bild war natürlich unerträglich. Und man hat sich dann lange damit auseinandergesetzt, auch hier in den 90er Jahren auch ein Kunstwerk davor gesetzt, das sozusagen diesen Gegenpol bilden sollte oder die Kraft brechen sollte. Auch, ich glaube, es war eine Passionsdarstellung, und man hat es zeitweise mit dem Vorhang verhängt. Und jetzt hat man aber letztes Jahr dieses Wandbild mitsamt seiner Altarwand aus der Kirche entnommen mit einem Kran, also ein unglaublicher, vielleicht auch schon als symbolisch zu begreifender Akt der Kraftanstrengung, das herausgenommen und im Außengelände vor der Kirche platziert, also in einer Art Grube gesenkt. Und hier soll jetzt in den nächsten Monaten auch ein Gedenkort, ein Erinnerungsort entstehen mit Kommentierungen und so weiter, sowohl zu der Kirche mit ihrem Wandbild und dieser schrecklichen Aussage, aber auch zur Alsterdorfer Anstalten selber,
denn hier, das war eine NS-Musteranstalt und es war, hier wurden 511 Patienten ermordet in der Zeit des Nationalsozialismus, beziehungsweise woanders ermordet, aber abtransportiert, deportiert. Also da setzt man sich sehr stark damit auseinander in dieser Gemeinde. Also man sieht, es gibt so bestimmte verschiedene Entwicklungen. Ja, dass das sozusagen bis dahin geht, dass das dann zum Gedenk- oder Erinnerungsort wird, aus so einer Nazi-Kunst hin zu einer Mahnung in Sachen Umgestaltung, das ist schon ein sehr weiter Weg. Wenn man das so hört, dann könnte man zu dem guten Schluss kommen, dass die Kirche ja hier ihre Hausarbeiten schon komplett gemacht hat und alles auf einem guten Wege ist. Das ist in vielem so, aber in manchen eben doch nicht. Dazu kommen wir noch. Wir entdecken ja immer wieder solche Scheußlichkeiten in Kirchen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch mal fragen, deine Beispiele, die du uns erzählt hast und die sehr beeindruckend sind, die sind ja jetzt weitgehend aus der Bundesrepublik. Wie war das denn in der DDR? Hat man sich auch damit beschäftigt? Hat sich der Staat da irgendwie eingemischt? Oder gab das da ähnliche Entwicklungsphasen? Ja, also man kann schon sagen, sagen wir mal, diese eben charakterisierte Phase der 1950er bis 70er, da würde ich eben Parallelen sehen. Denn auch hier hat man im Grunde entweder die Dinge entfernt, also in einigen Beispielen, also zum Beispiel dieser Kanzelaltar in der Brandenburgischen Dorfkirche, der wurde entnommen in den 60er Jahren, oder auch andere Dinge, also ein gigantischer Heldenleuchter in so einer Thüringer Kirche, der mit Soldaten und Hakenkreuzen und so weiter versehen war, der wurde auch in den 60er Jahren in einem Museum da in der Gegend in Teilen zumindest verbracht. Aber man muss auch sagen, dass erstaunlich viele Kunstwerke sozusagen geradezu bis heute, also wo man das jetzt hier schon anklingt, bis heute da vorhanden sind in diesen Kirchen. Und man wundert sich wirklich, dass da so wenig anscheinend hineingeschaut wurde. Also ein ganz krasser Fall ist zum Beispiel eine Kirche in Untermarsfeld in Thüringen, die sich auch lange auch damit auseinandergesetzt hat, aber es ist alles noch da vorhanden. Also ein martialischer, überlebensgroßer Soldat und eine deutsche Mutter, die eben die kinderfrohe deutsche Mutter, wie es damals im Zitat hieß, das war ja so eine Art Wunsch oder Anordnung des Regimes, viele Kinder zu bekommen, die blond und blauäugig und was immer sein sollten. Und diese beiden Figuren flankieren heute noch den Altar und sind wirklich, wirklich überlebensgroß und sehr massiv und kaum vorstellbar, da an was anderes zu denken als diese Figuren, wenn man da sitzt. Also das wäre zum Beispiel ein Fall. Oder diese, von demselben Bildhauer gibt es auch noch Paul Birr, heißt der, eine sehr brutal anmutende Bach-Statue in der Georgenkirche Eisenach, die auch immer noch da vor Ort ist, die aber auch, wo man auch Überlegungen hat, was soll passieren. Oder auch, letztes Beispiel vielleicht für die DDR, weil es auch erschreckend eigentlich ist, ein Wandbild in einer sachsen-anhaltinischen Klosterkirche, mittelalterlich barockisiert, wunderschön. Und im Altarraum, an der Seitenwand des Altars, hat man ein riesiges Wandbild mit einem Jugendlichen in Hitler-Uniform. Also da ist sozusagen, wenn man da am Altar ist, auch schreit es einen förmlich an. Also da ist es ähnlich gewesen, es wurden Dinge entfernt, aber es wurden auch ganz offenkundige Sachen nicht entfernt. Ja, also das ist erstaunlich und erstaunt mich auch heute immer wieder, wenn es denn zu solchen Entdeckungen kommt. Und wir machen ja jetzt gerade in unserer Kirche so eine Kunstguterfassung und da kommt dann doch noch einiges zutage aus dieser Zeit. Wenn es also dazu kommt, und das habe ich selber auch so erlebt, dass dann auch erstmal bei vielen eine Abwehr ist gegen eine Veränderung, weil viele sagen, ja, das war ja immer so und
wir haben das ist auch ein Teil der Vergangenheit oder wir haben da gar nicht groß hingeguckt. Also wie immer die Argumente dann gehen. Was mir ganz schwer verständlich ist, weil diese Bilder, die predigen doch mit. Wenn da Gottesdienste stattfinden, Meditation, ich gucke in den Altarraum und sehe sowas, das prägt doch auch sozusagen mein Verständnis vom Glauben und stört meine Andacht. Also, aber offenbar ist es so, dass man sich dann eben so daran gewöhnt hat, dass man es vielleicht gar nicht mehr als anstößig wahrnimmt. Ja, und vielleicht sind auch eben das Hintergrundwissen nicht so vorhanden. Also ne, so eine deutsche Familie, oft ist es ja so, man guckt was an und man weiß überhaupt nicht, in welchem Kontext das steht. Und auch nicht, dass dieses Motiv eigentlich überhaupt kein kirchliches Motiv ist, kein christliches Motiv ist, sondern teilweise fast von der Bildhaftigkeit fast identisch, manchmal sogar wie die NS-Propaganda ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, obwohl die Zeitzeugen sozusagen damaligen es eigentlich hätten wissen müssen. Und es ist wirklich, finde ich, auch gerade in Kirchen auch sehr schwer. Natürlich sind die Menschen sehr verbunden. Es gibt lange familiäre Verbundenheiten. Es gibt diesen Glauben, der mit diesem Ort verbunden ist. Aber es ist für mich auch unvorstellbar, weil auch wenn man als Beispiel unter Maßfeld nimmt, diese Monumentalskulpturen am Altar, das ist ja damals so beabsichtigt gewesen, dass das Propaganda ist im Kirchenraum. Propaganda im Kirchenraum. Und auch zum Beispiel in der Martin-Luther-Gedächtniskirche, dieser SA-Mann an der Kanzel, den sieht man und da wusste man genau, wir sind Teil der NS-Volksgemeinschaft und wir haben hier diese Darstellung. Und wenn man das heute so weiter beibehält, dann setzt man auch diese Tradition dieser Propaganda fort oder setzt sich der aus. Und das es ist wirklich problematisch. Genau, also was du jetzt beschrieben hast an den Umgehensweisen, also über einfach so lassen oder verfremden oder kommentieren, verfremden durch andere Kunst oder durch die Darstellung oder kommentieren oder aber aus dem Kirchraum nehmen, ins Museale, ins Pädagogische überführen oder einfach zerstören, also diese ganze Bandbreite hat es gegeben. Und ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür ist der Umgang mit den Glocken, die wir ja in letzter Zeit, also was wir ja zusammen auch erlebt haben, also Glocken mit NS-Symbolen, mit Hakenkreuzen oder Reichsadlern oder entsprechenden Sprüchen, das fing ja mit der Kirche in der Pfalz an, wo das sozusagen 2017 aufgedeckt wurde. Und das ist dann sozusagen durch alle Kirchen gewandert, auch durch unsere Kirchen. Ich kann mich noch genau erinnern, der Bischof hat dann relativ schnell einen Brief geschrieben an alle Kirchengemeinden und hat um Feststellung erstmal gebeten, also dass die Leute einfach mal in den Gemeinden gucken, haben wir so eine Glocke? Und wenn ja, dass sie sofort stillgelegt wird und sozusagen aus dem liturgischen, aus dem kirchlichen Gebrauch genommen wird. Und das ist sozusagen ja unsere Linie als Kirche jetzt, das ist sozusagen die Grenze, die nicht überschritten werden darf, dass sozusagen so ein Symbol im liturgischen Gebrauch noch benutzt wird. In Berlin haben wir zwei Glocken gefunden mit Nazi-Symbolen. Und gab es lange Aufarbeitungsprozesse. Ich erinnere mich noch, dass ich den Pfarrer von Rudow anrief, einen Tag vorm ersten Advent und gesagt habe, du hast da eine Glocke und morgen darfst du die Glocke nicht mehr läuten. Also der Schock, die Abwehr und dann der fruchtbare Prozess, an dem du ja auch beteiligt warst, mit der Gemeinde die Geschichte aufzuarbeiten. Magst du davon noch mal erzählen? Ja, gerne, weil es war ja wirklich ein positives Beispiel, also eine ganz positive Erfahrung, denke ich, für alle Beteiligten auch. Diese Glocke war eben, also in der Philipp-Melanchthon-Kapelle kann man ja sagen, also es war auch früher so ein Gemeindeheim, von dem ich gesprochen habe, von diesem Verband errichtet und hatte eben eine Glocke mit einem Hoheitsadler, hat sie noch, mit einem NS-Hoheitszeichen, Reichsadler mit
Hakenkreuz. Und wie du sagtest, es gab diesen Eklat mit diesen Glocken 2017. Und in dem Zusammenhang ist auch in Rudow sozusagen Neukölln diese Glocke, hat man dann überlegt, was machen wir jetzt? Und die Gemeinde hat einen Diskurs begonnen, hat, wie du sagst, nicht mehr geläutet, was ich auch ganz, ganz wichtig und richtig finde. Und hat dann zwei Sachen gemacht, kann man sagen. Das Ergebnis der Diskussion war dann, also eine Dokumentation in Auftrag zu geben, zu erforschen und auch zum Erklären, Erläutern, was war hier los, die ich dann gemacht habe, zu diesem Gebäude, zu der Glocke mit ihrem Hakenkreuz. Und das Zweite, was man gemacht hat, ist, dass man die Glocke eben dann in eine spezialisierte Einrichtung sozusagen gegeben hat, nämlich ins Museum Neukölln. Es ist eben das Neuköllner Regionalmuseum, ein historisches Museum, was spezialisiert ist auf diese Dinge, die Glocke eben in ihrem Geschichtsspeicher aufbewahrt, nicht in der öffentlichen Ausstellung, sondern im Geschichtsspeicher, ausdrücklich ein Ort der Geschichtsvermittlung, ein Lernort, wo man mit Schülergruppen, Konfirmandengruppen, anderen Jugendlichen oder auch interessierten Bürgern hingehen kann und sich mit der NS-Geschichte oder hier auch speziell mit der Geschichte der Kirche in der NS-Zeit auseinandersetzen kann. Da würden wir sagen, also da gab es eben auch im Fall dieser ganzen Glockendebatte bundesweit ähnliche Fälle, also manche in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, es wurden dann ja wirklich viele Glocken gefunden, die haben dasselbe gemacht, die haben das ins Museum Speyer gegeben, das Historische Museum der Pfalz. Aber andere beispielsweise haben dann nur, also es gibt einen thürischen Ort, da hat man, das war eine Glocke mit Hitlerbildnis und Lutherbildnis, da hat man nur das Hitlerbildnis abgeschliffen, aber die Glocke sonst hängen gelassen. Oder es gibt eben diese Glocke in Herxheim, an der sich alles entzündet hat. Und da ist es so, dass es da einen wahnsinnigen anscheinend Auseinandersetzung bis heute gibt. Die Glocke gehört allerdings der politischen Gemeinde. Also es war eine Polizeiglocke, die aus der NS-Zeit stammt, mit Hakenkreuz und Pipapo. Und die Gemeinde hat beschlossen, die Glocke hängen zu lassen. Und viele damals wollten sie sogar noch weiter läuten. Also dann gab es ein großes Hin und Her, nicht weiter läuten, doch weiter läuten. Und es gibt da auch eine Bürgerinitiative, die dafür kämpft, diese Glocke ganz abzunehmen. Aber das ist bisher nicht geschehen. Also meines Wissens hängt sie da noch und wird nicht mehr geläutet. Und es gibt Informationen, eine Tafel oder ähnliches. Und man hat, was vielleicht auch in unserem Zusammenhang interessant ist, die Glocke umgedeutet sozusagen. Man will sie jetzt als Mahnung verstanden wissen. Also sie soll jetzt mahnen an den Nationalsozialismus, obwohl sie selber ein Hakenkreuz trägt und eine Aufschrift für Hitler trägt. Also das sind ganz andere Fälle, als wie es in Rudow gewesen ist, wo man jetzt wirklich sagen kann, es ist ein guter Zustand. Die Glocke ist in professioneller Umgebung und im professionellen Umgang damit. Und die Gemeinde kann vor Ort, hat sich wahnsinnig auseinandergesetzt. Und ich denke auch, es war auch für die Gemeinde selber, eben in ihrem Mikrokosmos der Gemeinden, ist es meiner Ansicht nach auch bereichernd für die Gemeinden, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und daraus abgeleitet überhaupt mit der NS-Zeit nochmal. Das auch über die Generationen hinweg, die noch da sind. Das kann ich aus meiner Erfahrung sehr bestätigen. Das ist ein guter und fruchtbarer Prozess. Mhm. Und im Beispiel Rudow ist ja dabei auch herausgekommen, dass sozusagen die in der NS-Zeit zwar der Gemeindekirchenrat in seiner Mehrheit dann sich für diese Glocke entschieden hat, gleichwohl es gab auch in Rudow einen anderen Pfarrer oder eine Gemeindeschwester,
die sozusagen vom religiösen Sozialismus herkamen, die sich um die Armen gekümmert haben, die gar nicht mit dem NS-Regime gegangen sind und die da quasi rausgemobbt wurden. Aber diese Tradition gab es doch auch. Und wenn das dann zutage gefördert wird, das kann so eine Glocke nicht wieder gut machen. Aber es kann doch ein bisschen was entgegensetzen, finde ich. Und insofern möchte ich eigentlich auch den Gemeinden, so wie du jetzt, Mut machen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen eben diesen Weg zu gehen, nicht die Sachen einfach zerkloppen, das geht auch nicht, das ist auch ehrlich gesagt gar nicht erlaubt, aber wegzunehmen aus dem liturgischen Gebrauch hin zu einem musealen oder pädagogischen, sodass eben heutige Generationen dann einfach auch davon lernen können oder auch zukünftige Generationen, weil das führt einem so eine Glocke dann wirklich nochmal ganz, ganz eindrücklich vor Augen. Ich kann mich erinnern, wie wir neben der abgenommenen Glocke standen in Rudow auf der Straße und auf den Transport warteten. Und wenn man das so sieht, dann ist sozusagen diese Verschmelzung von Kirche und NS, die ist dann so greifbar in dieser Glocke, dass man da gar keine langen theoretischen Erklärungen mehr braucht, um zu sehen, also wie furchtbar das ist. Ja, also so habe ich das empfunden. Ja. Man muss auch sagen, bei den Glocken ist es generell der liturgische Gebrauch. Genau, aber bei den Glocken, ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass die Gemeinden damals ja ihre Glocken nicht umsonst sozusagen mit einem Hakenkreuz oder Hitler-Danksagungen oder Ähnlichem versehen haben, sondern sie wollten, also diese liturgische Funktion der Glocke zum Gottesdienst zu rufen oder an den christlichen Glauben zu erinnern, an das Leiden Christi und so weiter, hat man zusätzlich mit einer ideologischen Botschaft verknüpft, mit einem Hakenkreuz. Und diese Botschaft sollte auch ins Land ausgesendet werden. Also wenn man so eine Glocke heutzutage noch läutet, es soll ja sogar auch noch Fälle geben, wo es so ist, dann muss man sich klar machen, dass man diesen Mechanismus weiter fortführt und in Gang hält. Also noch viel stärker vielleicht, obwohl es nicht so sichtbar ist, wie diese Propagandafiguren, aber da ist es auch ähnlich gelagert. Und natürlich muss man auch, was ja gerade du angesprochen hast, auch immer mitbedenken, diese Denkmalpflege. Also es gibt verschiedene Aspekte und Überlegungen generell mit NS-Artefakten sozusagen, aber auch im kirchlichen Bereich ganz stark. Was ist wichtig? Was müssen wir beachten? Man darf es ja nicht vernichten oder entfernen schon, aber nicht vernichten. Und da ist die Frage, behält man es denn an einem anderen Ort der Kirche zum Beispiel oder gibt es in so einer Einrichtung oder in ein Museum, Einrichtung hat sich so bekloppt, in ein Museum, in eine museale Umgebung, was ist das Angemessenste? Hängt natürlich auch von dem Grad dieser ideologischen Durchdringung vielleicht ab, sagen wir mal. Aber ja, erscheint uns heute mit unserem Wissen, mit unserem auch Stand der ganzen Erinnerungskultur und das Angemessenste? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere Kirche, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, kurz EGPO, ja gerade sehr aktuell, immer wieder, aber gerade sehr aktuell deswegen, weil wir einen Gesetzesentwurf jetzt in die Kirchenleitung eingebracht haben im Januar, wo es genau um diese Frage geht, um den Umgang mit diesen Relikten im Kirchenraum. Und es geht also speziell um Darstellungen von judenfeindlichem, rassistischem und nationalsozialistischem Gedankengut. Und dieses Kirchengesetz sieht vor, dass sozusagen der liturgische Gebrauch dieser Kunst verboten wird und sozusagen nötigt die Gemeinden zum Handeln. Also das und wie dieses Handeln dann aussieht, das wird in einem Prozess dann zusammen mit der Kirche begleitet, die sich auch mitverantwortlich fühlt dafür, weil wir können jetzt auch nicht sagen, naja, die und die Gemeinden, das ist jetzt deren Problem. Die ganze Kirche war ja verwickelt darin, bis auf vielleicht ein paar weniger aus der bekennenden Kirche. Aber das ist ja unser gemeinsames Erbe, also müssen wir uns da auch solidarisch zeigen.
Und das finde ich auch richtig. Aber für mich war dieses Gesetz sehr wichtig. Deswegen habe ich das auch angeregt nach dem Muster der Pfälzischen Landeskirche, dass wir sowas hier für unseren Bereich machen, weil es eben denn doch auch Gemeinden gibt, die sich dieser Vergangenheit nicht stellen. Und wenn wir jetzt von dem Best Practice gesprochen haben in Rude oder Spandau, gehört auch dazu. Spandau, wo mir eine Freundin sagte, ja, also seit ich das weiß, dass auf der Glock das Hakenkreuz ist, kann ich sie nicht mehr hören. Mhm. Das verändert auch die Wahrnehmung. Und da hat man auch ja so gehandelt im besten Sinne. Mhm. Aber es gibt, wir kennen auch andere Beispiele, wo die Gemeinden eigentlich sagen, naja, wir wollen eigentlich nichts verändern oder wir wollen es vielleicht halbherzig. Ein Beispiel ist die Martin-Luther-Gedächtniskirche in Berlin-Tempelhof, wo wir seit vielen, vielen Jahren versuchen, etwas zu verändern. Dort sind diese Kunstwerke, die du vorhin ja auch schon beschrieben hast, kommentiert. Mit kleinen sozusagen Erklärungen. Gleichwohl sind sie ja in der Kirche so kräftig, dass eigentlich diese Kommentierung dagegen kaum ankommt. Vielleicht kannst du das noch mal erzählen, was man da sehen kann. Ja, also was an dieser Kirche, man muss wirklich sagen, es gibt wirklich unglaublich viele Beispiele, erschütternd viele kirchlicher Kunst mit NS-Hintergrund sozusagen. Aber bei der Kirche ist es tatsächlich so, sie ist schon in besonders starkem Maße NS geprägt. Also ne, es gibt im gesamten Altarraum Darstellungen mit SA-Männern, mit dieser deutschen Familie, die mit einer Mutter, mit kleinem Kind an der Brust sozusagen. Also richtige typische NS-Motive, SA-Männer, Soldaten, was weiß ich alles. Und es auch gab die Orgel, nicht wahr? Die Orgel vom Reichsparteitag überführt, genau, in diese Kirche. Ja. Genau, die früher auf dem Reichsparteitag, ja, vor ihrer Installierung in der Martin-Luther gespielt wurde. Im Vorraum eine Krieger-Ehrenhalle mit Heldenleuchter. Es gab da einen Hitler. Kopf an der Wand gegenüber Hindenburg, der ist heute noch da. Also diese Kirche ist schwer durchdrungen von nationalsozialistischer Ideologie. Und vielleicht wirklich das signifikanteste Beispiel. Also es gibt viele auch, wo man denkt, das ist schon sehr heftig, aber da ist wirklich auch alles vorhanden, fast alle Motive, die wir so vorhin gesehen haben, bis auf diese antisemitischen Geschichten. Aber wir haben, wie du sagtest, uns ja lange bemüht, schon 2006, 2007, haben meine Kollegin Stefanie Endlich, Monika Geiler und ich ein Gutachten fürs kirchliche Bauamt gemacht. Und über die Kirche, also über sowohl diese historische Bedeutung, die Analyse der Kunst und Architektur, aber auch schon mal vorgeschlagen, da eine Erinnerungsstätte in dem Sinne zum Beispiel ein Dokumentationszentrum für diese Art von kirchlicher Kunst zu machen. Und wir haben ja gemeinsam lange Jahre mit, ne, wir beide und die anderen beiden in einem Beirat für die Kirche gesessen. Die ist mit unglaublich viel Geld saniert worden. Der Turm war baufällig. Es hat sich aber innen drin überhaupt nichts getan. Und wir haben uns wirklich lange Jahre bemüht, in dem Sinne, es gab ja auch Vorschläge, ne, mit diesem, wie man es innen drin vielleicht. Ja, wir wollten zum Beispiel es architektonisch so verändern, also dass man sozusagen einen Raum im Kirchraum schafft, einen gläsernen, wo man sich aber abwenden kann von dieser Altarkunst, wenn man es denn noch als Raum nutzen will. Und aber es gleichzeitig nicht verdeckt oder ausblendet oder wegmacht. Ja. So, also sozusagen eine flexible Nutzung, aber in dem Sinne, da waren die besten architektonischen Entwürfe und auch Ideen für Ausstellungen, Dauerausstellungen in der Kirche und so fort, für Nutzungen, da hat sich nichts von durchgesetzt. Nein, und das finde ich auch in dem Fall besonders traurig. Ich meine, es ist wie gesagt, es ist wie eine Zeitkapsel, wenn man den Raum betritt, fast. Und ich meine, es wäre auch für Berlin, da jetzt nun mal hier so eine Kirche ist, glaube ich, ganz angemessen, wenn man da einen Ort hätte, wo man sich damit wirklich mal richtig auseinandersetzen kann. Und das ist eigentlich wirklich, da muss natürlich was geschehen.
Und da muss man natürlich vielleicht weiter überlegen, was, wie, auf welche Weise könnte man da jetzt doch noch was in Gang bringen. Also es wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr guter und angemessener Ort, eben diese Verstrickung von Kirche und NS-Staat zu zeigen in einer Dokumentation oder Dauerausstellung. Das gibt's ja. Also dafür könnte man die Kirche auch nutzen. Und wenn man sie ein bisschen architektonisch verändert, also da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns. Jetzt will ich aber noch mal ein anderes Beispiel sagen, was vielleicht nicht so gravierend ist. Also ganz viele Kirchengemeinden, die mich dann auch sozusagen um Rat fragen, haben in ihrer Kirche oder im Kirchenvorraum oder auch sozusagen im Platz unmittelbar um die Kirche herum, auf dem Friedhof, eine Art von Gedenken an gefallene Soldaten, also an Soldaten, die in Kriegshandlungen verstrickt waren und umgekommen sind im Krieg. Diese Tradition beginnt im Ersten Weltkrieg und wird dann ja von den Nazis, glaube ich, auch noch mal groß gemacht und mit entsprechenden Symbolen ausgestattet. Und dann werden eben später oft die Namen der Soldaten, die jetzt aus der Gemeinde oder aus dem Bereich umgekommen sind, hinzugefügt und auch oft sehr unkritisch, heldisch dargestellt, wie man das heute so nicht mehr machen würde. Und das ist sozusagen eine gewisse Ambivalenz, glaube ich, für die Gemeinden, die sagen einerseits, wir wissen, Krieg darf doch nach Gottes Willen nicht sein und wir wollen eigentlich da lieber ein Friedenssymbol haben. Und die Familien oder Hinterbliebenen, die es noch gibt, die sagen, aber hier ist jetzt der einzige Ort, wo ich den Namen von einem Familienmitglied lesen kann, der vielleicht irgendwo in Russland umgekommen und beerdigt wurde. Also was kann man denn da empfehlen? Kann man das überhaupt global so sagen? Also wie du es gerade geschildert hast, es zeigt ja ganz deutlich diesen Konflikt, der ja latent auch immer schon bei diesen problematischer Kirchenkunst der Fall ist. Wie du sagtest, ist ja gerade in der NS-Zeit, also schon in der Weimarer Republik, aber auch in der NS-Zeit insbesondere, sind ja auch im kirchlichen Bereich diese ganz martialischen Kriegerehrungen entstanden, die hat man ja zum Teil eben wie in Frohnau dann verdeckt oder zeigt sie nicht mehr. Also das ist eigentlich ein großer Konflikt. Also eigentlich hatten die Landeskirchen schon in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube vor allem die Rheinische, aber dann auch mehrere, sich dafür entschieden, keine Kriegerehrungen mehr im Kirchenraum zu zeigen. Und das wurde eben von vielen Gemeinden überhaupt nicht befolgt. Also natürlich, man könnte jetzt über vieles nachdenken. Viele Kirchengemeinden waren ja noch in solchen Kontinuitäten, das habe ich ja eben vielleicht nicht so erwähnt, aber es gab ja auch, die vor Ort da. Personelle Kontinuitäten, also bis hin zu den Pfarrern. Ja. In dem Fall muss man von Männern reden. Ja, das waren dann nur die Männer, genau. Und die haben zum Teil dann, manche, die das sogar in Essen nicht gemacht haben, haben dann erst ihre Kriegerehrung oder in den Altarraum oder in die Kirchen reingeholt. Und es gibt auch immer noch unglaublich viele, die sogar an der Altarwand sind, weil das in der NS-Zeit so gemacht wurde, wie zum Beispiel in Untermarsfeld, also häufig so der Fall war, die Kriegerehrung direkt am Altar zu machen. Also da würde ich sagen, das kann man überhaupt nicht machen, finde ich. Also da müsste man ganz kreativ überlegen, wie man für die Menschen, die vielleicht natürlich das Recht haben auf so eine Erinnerung, da einen anderen Ort schafft, eine andere Möglichkeit oder ihre Namen lesen zu können, ihrer Liebsten sozusagen. Und nicht jetzt auf so einem heldischen, oft mit so markigen Sprüchen oder womöglich noch schrecklichen, also der Heldenleuchter ist nicht mehr in Funktion in der Martin-Luther-Gedächtniskirche, aber er ist mit so Eichenlaub versehen, also Nationalsymbolen und so weiter. Und es sind da eiserne Kreuze zu sehen. Das ist eben auch oft bei diesen Kriegerehrungen.
Und da denke ich auch, da müsste man auch sich davon lösen, weil das ist für uns heute auch nicht mehr eigentlich erträglich. Und für die Menschen, für die es unbedingt wichtig ist und natürlich eine Notwendigkeit ist, zu erinnern, müsste man sich vielleicht da, und das könnte ja auch ein Prozess sein, in der Gemeinde da eine andere Möglichkeit schaffen des Erinnerns. Ja, das habe ich in meiner eigenen Kirchengemeinde, der evangelischen Kirchengemeinde Dahlem, auch erlebt. Da gab es früher so ein Buch, wo die Namen der gefallenen Soldaten verzeichnet waren. Und das wurde immer jeden Monat neu aufgeschlagen, also je nach Datum. Und dann ist das bei einer Kirchenrenovierung, haben wir das beiseite geschafft. Und das hat großen Protest gegeben. Und dann haben wir gesagt, gut, also wenn wir dann erinnern, dann wollen wir aber nicht nur an die Soldaten erinnern, sondern wir wollen auch an die anderen Opfer erinnern, die in der Zeit ermordet wurden, nämlich durch die Politik der Nazis. Also sowohl die Soldaten auf der anderen Seite als auch die vielen Opfer in den Gefängnissen und Konzentrationslagern. So, und dann haben wir uns gefragt, aber gibt es, kann man denn auf einem Denkmal gemeinsam an die deutschen Soldaten und an die andere Opfergruppe erinnern? Und wir haben am Ende, glaube ich, eine gute künstlerische Form dafür gefunden auf dem Sankt-Annen-Kirchhof. Aber das war auch ein ganz, ganz langer Prozess um die Frage, was steht da, was soll da stehen und wie kann das gehen? Und ich empfinde diese Art der Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit diesem Thema in der Gemeinde, also nicht nur als einen fruchtbaren Prozess, sondern auch als ein wichtigen Teil wirklich der Gemeindearbeit, auch des Glaubens. Also weil man sich da wirklich sehr existenziell mit diesen Fragen auseinandersetzen muss, ja, mit der eigenen Glaubwürdigkeit. Und deswegen, jeder Fall ist etwas anders, aber ich finde es gut, wenn die Gemeinden da kluge Lösungen suchen, die sozusagen eben diesen pädagogischen, musealen Bereich mit abdenken. Also Museum nicht immer so wie früher gedacht, sondern aktiv mahnen auch an die Geschichte und zu fragen, was kann ich heute daraus lernen? Das ist ja unsere Hauptfrage in der Erinnerungsarbeit, in der kirchlichen und überhaupt. Dafür machen wir das alles, um zu sagen, wir wollen für heute und für die Zukunft daraus lernen, dass es solche Verstrickungen mit Diktaturen nicht mehr gibt, diese Einheit von Staat und Kirche. Ja, und auch gerade jetzt, ne, wo es wieder rechte Kräfte gibt, wo sie so erstarken und da etwas entgegenzusetzen und da auch in der Gemeinde sich auszutauschen. Und natürlich führt es zu Konflikten sicherlich, aber ich habe immer den Eindruck, dass das auch wirklich zu einer Lebendigkeit führt und zu einem, ja, dann doch immer großes Interesse hervorruft. Also ich habe jetzt schon viele Gemeinden sozusagen so begleitet so ein bisschen oder miterlebt, wie das dann da so abläuft. Und ich fand es immer sehr, sehr fruchtbar und nicht konfliktfrei, aber sehr bereichernd, wie gesagt, und sehr ein Lernprozess, an dem am Ende was steht, wo alle so mit leben können und zufrieden sind. Das denke ich. Und das Erinnern ist, wie gesagt, heute wirklich, wirklich so wichtig wieder. Erinnern für die Gegenwart. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort, liebe Beate Rossier. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch über dein Buch, auf das ich schon ganz gespannt bin, obwohl ich es ja vorab schon lesen durfte. Aber auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer möchte ich das nochmal sagen. Da steht noch sehr viel mehr drin als das, was wir heute erzählen konnten. Und vielen Dank dafür und auch dafür, dass du so eine kluge Begleiterin in solchen Prozessen, Aufarbeitungsprozessen immer bist und in den Gemeinden. Und auch das vielleicht noch mal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet. Wenn Sie solche Beispiele kennen aus Ihrer oder aus anderer Gemeinde, aus der Kirche, dann, ja, dann geben Sie Anstöße, melden Sie sich bei uns und wir sind auch bereit, solche Prozesse gerne mit zu begleiten. Vielen Dank für heute Abend, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Danke auch.